Super. Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge vom Podcast Play with Life, The Art of Transitioning. Mein Name ist Ines Dobschat. Ich bin ein Podcast-Host und ich habe mir heute wieder Unterstützung an die Seite geholt. Diesmal wieder männliche Unterstützung, weil mein Podcast ist meistens eher gefüllt mit Frauen. Heute wieder mit einem Mann, mit einem wundervollen Mann, dem lieben Boris. Herzlich Hallo. willkommen, Boris. Hallo Ines, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wenn du magst, stell dich doch gerne mal meiner Community vor. Wer bist du? Was machst du so? Was treibt dich um? Ich bin bald in einer Woche 39 Jahre jung. Leider alt. Ich fühle mich nicht im Geiste jung, im Körper alt. Ich bin, Männlichkeit ist ein großes Stichwort in meinem Leben. Ich bin getrieben von Männlichkeit, ein Mann zu sein. Es treibt mich extrem an. Ich bin Coach seit 3 Jahren und mein Aushängeschild ist, die Menschen kommen zu mir, wenn sie einen empathischen Arschtritt wollen. Ich bin der Anschieber. Als Personal Trainer nannte man mich früher den Schleifer. Manche Menschen sagen auch, ich hätte zum Bund gehen sollen, also zur Bundeswehr. Dafür bin ich, glaube ich, zu freiheitsliebend und dann doch gegen den Strom. Und was auch wichtig ist, ich bin Familienpapa, habe eine wunderbare Frau und noch wunderbarere, sagt man das so, tollere oder tolle 3 Kinder, 2 Jungs, eine Tochter. Ich erwähne das deshalb, weil du mich ja im Intro oder zu Beginn in unserem Vorgespräch gefragt hast, ob wir da auch ein bisschen drauf eingehen können, jetzt in dem Kontext. Und um den Schwenk zu machen oder ja, die Einleitung zu dem Thema, wie du auf mich zugekommen bist. Wir sprechen heute über Motivation und das wunderbare Molekül, was dahinter steckt. Oder den Hauptakteur, der auf hormoneller Ebene dahinter steckt. Genau, So sieht's Dopamin. aus. Auf Dopamin, Dopaminebene. Danke für deine Vorstellung, Boris. Und wie du es ja schon gesagt hast, ne, weil Dopamin, habe ich so das Gefühl, begleitet uns natürlich immer. Du mit Sales-Hintergrund, ich mit Marketing-Hintergrund, Führungskraft, ne? Also wir sind ja quasi auch in unseren Rollen, in unseren vorherigen Rollen sehr mit diesem Neurotransmitter auch, ne? Also haben auch sehr viel damit gespielt, kann man ja auch sagen. Oder für unsere Zwecke quasi auch genutzt. Und das macht natürlich auch die Gesellschaft, ne? Also mit allem, was wir eben so uns als Menschheit gebaut haben, mit den ganzen künstlichen Belohnungszentren. Aber lass uns doch erstmal so ein bisschen erklären, was Dopamin eigentlich ist, dieser Neurotransmitter quasi. Und wie das normalerweise oder wie wir Dopamin in unserem Alltag vielleicht auch antreffen. Also jetzt im weitesten, genau. Yes. Schieß gerne mal los. Also, das vorneweg, Dopamin, dieser Stoff, der sogar nicht nur ein Neurotransmitter, sondern ein sogenannter Neuromodulator ist. Also nennen wir es mal, der ist so auf C-Ebene im Business-Kontext, auf C-Level. Das heißt also, der kann Entscheidungen treffen und der kann auch andere Neurotransmitter, andere Hormone beeinflussen. Wenn andere Coaches zuhören oder vielleicht sogar Mediziner, Medizinerinnen. Es soll hier nicht, oder fachlich gesehen ist es so, dass natürlich nicht nur ein einziges Hormon für unser Wohlbefinden und für unseren Antrieb verantwortlich ist. Allerdings, ich beziehe mich da auf meinen Traummann, Professor Dr. Andrew Huberman, wer ihn nicht kennt, ich denke, es ist inzwischen der bekannteste Biohacking-Professor der Welt, wurde sogar von der Ex-Frau von Arnold Schwarzenegger, von der Maria Shriver, vor kurzem in US Today interviewt, also ganz große Nummer. Anyway, also wer da mehr wissen will, Dr. Professor Huberman, er sagt, how you feel right now, right here. Das ist abhängig von deinem Dopamin-Level. Also das heißt, der Hauptakteur in diesem ganzen Game, wie wir uns fühlen, und wir jagen alle Gefühlen hinterher, ob du es weißt, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin oder nicht, also ob es dir bewusst ist oder noch nicht, wir jagen alle Gefühlen hinterher. Aber das geile, das gute Gefühl, diese Motivation, diesen Drive und was ich auch sehr eng im Zusammenhang sehe, verbinde mit Lebensfreude und Lebensenergie. Das ist eng gekoppelt an unser Dopamin. Jetzt ist es wie immer ein bisschen fies. Es gibt so ein Gen. Die einen haben es, die anderen haben es nicht. Bei dem einen haut es halt mehr die Sicherung durch die Decke. Geht aber immer mit Nebenkosten einher. Ja. Und bei dem anderen weniger. Also durch Sicherung durch die Decke meine ich, da feuert es mehr die Motivation. Also es gibt ja Menschen, die sind gefühlt, haben die
ein Endless Drive. Ich werde auch als so eine Person wahrgenommen. Meine Frau nennt mich auch so ein Jack Russell Terrier, also jemand, der als Kind mit ADHS diagnostiziert wurde, wie vielleicht 50% der Zuhörer und Zuhörerinnen. Aber wieder zurück, was ist das? So, also Disclaimer, nicht alles hängt am Dopamin, aber Dopamin ist ein Neuromodulator. Es ist einer der großen Entscheider in unserem hormonellen System. Und so, warum haben wir das überhaupt, Dopamin? Es gab eine Zeit, lange vor unserer Zeit jetzt, da konnten wir nicht zu Supermarktketten oder zu Lieferservices oder zu Videostreaming-Portalen gehen und uns das holen auf Knopfdruck, was wir wollten, sondern da mussten wir verdammt verrückte Sachen machen. Vielleicht barfuß oder nur mit Lederschüchen durch den Schnee laufen. Vielleicht große Tiere erlegen, die 10-mal so schwer waren wie wir. Durch Kälte, Temperaturen ausgesetzt, extrem, was die also Natur uns so bietet, ja. In jedem Podcast, in dem ich darüber rede, bekomme ich Gänsehaut, weil das ist zum Beispiel eines meiner Dopamin-Trigger. Ich finde es total, total geil, wenn ich mir überlege, was Menschen in der Lage waren, körperlich und auch mental, kognitiv zu leisten. Also du musstest ja schon smart sein, um so einen Mammut zu erledigen. Du konntest nicht nur einen dicken Bizeps haben, das hatten die auch. Du musstest auch als Team agieren. Es hat ja nicht ein Typ dem Mammut einen Speer ins Auge zwischen die Rippen oder was genau, auch immer, und dann, ne? Und dann war das Thema erledigt, genau. Ja. Dopamin triggert uns, nach vorne zu gehen, um nach Ressourcen zu kämpfen. Und in der Zeit, über die wir gerade jetzt reden oder wo ich die Beispiele gegeben habe, das war die Zeit, da ging es um Wasser, um Nahrung, vor allem um Fleisch, und es ging um Salz, um Mineralstoffe und, Achtung, es ging um soziale Verbindung. Es ging darum, natürlich um die Männlein-Weiblein, um das Paarungs-, wie sagt man dazu, Game oder halt eben, und natürlich auch Fortpflanzung einfach, ne? Fortpflanzung, also auch den Stamm quasi zu vergrößern, zu erhalten. Ja. Zu erhalten, zu verteidigen, ja, wenn ein anderer Stamm kam, und Dopamin treibt uns an. Ja. Kleiner, für alle, damit es sich abgrenzen lässt. Und das ist die Herausforderung. Ich denke, das können wir geil rausstellen, so wie du auch eingeleitet hast, mit unserer im Business-Kontext beziehungsweise in der heutigen Wirtschafts- und Konsumwelt, was nicht alles falsch ist, aber was halt auch gerne genutzt wird, um halt eben, Nachfrage zu... um Konsumenten quasi zu erziehen, anstatt... Abenteurer vielleicht, ja, also die Dopamin selbst entdecken, ne? Genau, Dopamin will mehr Dopamin. Das heißt, Dopamin wird dich nie zufriedenstellen. Dopamin treibt dich an. Und im Gegensatz dazu, Serotonin ist die Beute genießen. Das ist das, was reinhaut oder kickt, wenn du dann etwas genießt, eine eiweiß-fettreiche, kohlenhydratreiche Mahlzeit, um es mal vereinfacht zu erklären. Also eine schmackhafte, geile Mahlzeit, die macht dich dann auch so ein bisschen müde, und das ist dann so genießen. Aber Dopamin ist, ja, nach vorne gehen, Motivation. Weitermachen, genau. Definitiv. Ich finde es so spannend, was du gesagt hattest mit... Das ist natürlich ein Zusammenspiel von verschiedenen Neurotransmittern ist, ne? Also ernährungsphysiologischen Themen, die man dann auch noch antriggern kann. Das hat ja auch mit einer gewissen Nährstoffsättigung zu tun, ne? Dass ich auch in der Lage bin, überhaupt diesen Neurotransmitter zu bilden, ne? Also das kommt ja dann auch noch dazu. Plus wichtig. Eben, ja, voll wichtig. Und gleichzeitig natürlich auch, wie ist mein Lebenswandel? Welchen Stressoren bin ich als Mensch ausgesetzt? Also natürlichen Stressoren, nicht den Stressoren, die die letzten Jahrzehnte immer massiver quasi unser Leben bestimmen. So dass das alles eben einen Einfluss hat, ne? Also ich glaube, du hast ja schon gesagt, ne? Also Bewegung habe ich rausgehört, ne? Also wie interagiere ich? Sonnenlicht, Temperatur, Schlaf, die Interaktion, hattest du gemeint. Gibt es da auch so ein paar Dinge, die unser Dopamin also so völlig zum Erliegen bringen? Also abgesehen jetzt auch von dieser genetischen Komponente, die du schon erwähnt hattest, im Sinne von, es gibt Menschen, bei denen feuert es ein bisschen mehr, bei anderen Menschen weniger. Also gibt es da so ein paar andere Faktoren noch, die heutzutage uns daran hindern, dass wir unser Dopamin so gut nutzen können? Fangen wir mal mit den, und du hast es ganz toll gesagt, mit den absoluten Basics an. Das ist, es müssen auf Nährstoffebene Baustoffe da sein.
Also wenn du dauerhaften Proteinmangel hast, weil du gewisse Ernährungsweisen wählst, die dich unterversorgen oder nicht ausreichend versorgen mit Protein, also mit Aminosäuren, vor allem mit so Sachen wie der Aminosäure L-Tyrosin oder Tyrosin, dann ist es herausfordernd. Und wenn dann in Kombination noch diese Disposition, und Achtung, das ist keine Krankheit, es ist kein Ja. Mensch, der jetzt genetisch motivationskrank ist. Es gibt halt welche, die sind halt motivationstechnisch 2 Meter groß, dafür bin ich nur 1,74 und habe halt motivationstechnisch die 2,10 Meter vielleicht, wobei ich sie mir auch kultiviere, ganz klar, auch weil ich die Herausforderung ist, dass du mehr Dopamin will, mehr Dopamin, und mehr Dopamin fährt sich auch gern gegen die Wand. So, können wir später gerne auch nochmal drauf eingehen. Kannst mir auch gerne persönliche Fragen stellen, wenn das interessant ist für den Podcast oder auch deine Community. Aber um es auf den Punkt zu bringen, wenn ich jetzt genetisch eher zur Low-Drive-Person gehöre und dann auch noch halt eben nicht genug Eiweiß esse, um es auf den Punkt zu bringen, dann habe ich halt die Herausforderung, dass ich die Basis gar nicht habe. Und wenn dann noch dazu kommt, Achtung, und das wird ist herausfordernd, ich hänge ja, um es umgangssprachlich zu sagen, mit so einer Bandbreite an Menschen ab. Das heißt also, ich habe so vom Kontakt zu jungen Menschen, also unter 10 Jahren, bis hin zu dann wenn ich Mountainbiken gehe im Wald mit meinen Kids oder alleine, so 15-, 16-jährige, pubertierende, 20er, und ich habe im Coaching 20er, 30er, 40er und auch zu 50-Jährigen. Wenn jetzt die junge Generation hingeht und einfach mal als Grundstimuli in TikTok scrollt, die Mucke läuft, vielleicht noch irgendwas Süßes getrunken wird. Ich will jetzt die Generation hier nicht in die Pfanne hauen, aber wenn tendenziell die Dopamin-Trigger so viel geschichtet, also aufeinander, alle die es nicht sehen, ich arbeite gerade mit meinen Händen, wackel ich mir einen ab, also Schicht für Schicht, wenn die aufeinander, wenn man ein Dopamin-Layering betreibt. Nochmal ein anderes Beispiel für alle, die trainieren. Ich gehe ins Gym. Ich baller mir Kaffee schwarz morgens, dann haue ich mir vorm Training nochmal sämtliche Supplements rein, die mich triggern und stimulieren, von egal, ja, irgendwelche Booster. Hau mir dann noch Metallica rein, jetzt, und das war's schon, das langt. Naja, dann habe ich alle Stellschrauben für eine Bestleistung oder wie sagt man dazu, um das Maximum rauszuholen. Aber das Leben ist halt nicht dauerhaft Maximum. Dann lenke ich den Dopaminmechanismus einmal maximal aus. Aber wenn ich das jedes Mal mache mit Kaffee, Trainingsbooster und Metallica oder sucht euch Eure eure andere Triggermusik aus, eure Triggermusik aus, genau, ich will, genau, Motivationsmusik. dann nutzt sich das halt ab, wie ein Ja. Messer, was ich halt nicht, was ich permanent nutze, ohne es zu schärfen, ohne es zu schleifen und immer wieder verwende, ohne dass ich meine Axt schärfe. Und dann habe ich die Herausforderung, dass ich, und das haben wir bei jungen Menschen, und als Dreifachpapa beschäftige ich, hat mich das Thema deshalb auch so unfassbar getriggert und auch wegen mir selbst, weil klar, was ist, wenn du plötzlich in den Dingen, wo du früher Pleasure, also Freude, Lebensfreude gefühlt hast und Spaß und eine Lust, wenn dir die plötzlich keine Lust mehr geben? Was treibt dich da noch an, ne? Also Genau, ist das genau. Leben dann noch lebenswert? Das ist ja die Genau. große, große Gefahr, weil Dopamin natürlich auch, ne, du hast ja selber gesagt, auf Einfluss nimmt auf unsere Stimmung, auf die Freude, auf die Lust, Voll. auf die Befriedigung, die mir das Leben eben auch in dem Fall beschafft. Also was passiert, wenn ich in meinem Leben keine Befriedigung mehr erfahre? Also ist es dann noch lebenswert, ne? Also warum passieren dann solche Dinge wie Burnout, dass man morgens keine Lust mehr hat, Dinge zu tun, ne? Also das Leben ist ja eben der Spagat zwischen Anspannung und Entspannung. Aber wenn ich halt, so wie du es ja beschrieben hast, nur in der Anspannung bin, dann fehlt halt eine wichtige Seite, ne? Also du kannst ja nicht die ganze Zeit durchballern. Du kannst es eine gewisse Zeit machen. Die Kapazitäten haben wir. Das ist eine wundervolle evolutionäre Leistung, sage ich jetzt auch mal. Aber auf Dauer wird es halt sehr, sehr kritisch, ja? Und dann kann man ja eben Ja. hinterfragen, was machen wir jeden Tag, um unser Dopamin eben zu kicken, künstlich, ne? Also, und was macht das mit uns?
Sorry, du wolltest was sagen, Nee, bitte. nee, perfekt, perfekt. Ich bin, ich lauf warm, ich lauf heiß. Es ist mein absolutes Top-Lieblingsthema, weil ich natürlich selbst auch oft mit Ups und Downs, was heißt natürlich, also ich habe in meinem Leben mit Ups und Downs, mit kleineren, mit größeren gestruggelt. Die Erwartungshaltung an mich, ich wollte immer dieses geile Gefühl, dieses natürliche High, dieses, boah, ich liebe das Wort Ballern. Wer meine Insta-Stories oder mein Instagram verfolgt, ja, wenn es ballert, wenn es in mir ballert, wenn es außenrum ballert, wenn die Gewichte ballern oder wie auch immer, vor allem im Bewegungskontext. Überall Und da ballert's. ballert's. Und irgendwann war das halt schwer zu akzeptieren. Dann so später mal, so Ende meiner 20er, Anfang der 30er, dass es nicht immer ballern kann. Jetzt dann langsam und zielsicher in Richtung 40 nächstes Jahr, habe ich jetzt auch akzeptiert, dass es nicht immer Ballerphasen gibt, sondern auch andere. Ich möchte eine sehr schöne Analogie hier mit dir gerne mit dir zusammen auseinandernehmen. Es gibt ein Buch von Dr. Anna Lemke, die ist auch aus dem Lager Dr. Huberman, allerdings andere Abteilung, also Stanford University in Amerika, in Kalifornien. Und die hat das Buch geschrieben, Dopamine Nation. Ist ein sehr empfehlenswertes Buch. Ist auch für Normalsterbliche, also Nicht-Health-Coaches oder Mediziner, wie auch immer, zu verstehen, zu lesen. Und sie sagt, we adapted too well. Also wir haben zu gut auf diesen Dopaminmechanismus adaptiert. Was meint sie damit? Sie vergleicht es damit, dass wir Kakteen sind im Regenwald. Wir waren ursprünglich mal Kakteen in der Wüste. Das heißt also, wir haben eine World of Scarcity. Ich muss immer wieder so, also ich lese viel in Englisch, deshalb sage ich das in Englisch. Der Wir können es ja Ängste gemeinsam übersetzen. quasi, der Genau. Gefahren und so weiter. Der Gefahren und vor allem der Verknappung. Es war ja nicht so, dass du ich gehe bei Rewe einkaufen, dass du zu Rewe gehst und dann gab es da Himalaya-Salz. Du musstest halt irgendwo tagelang wahrscheinlich rumrennen, um Himalaya-Salz, also oder dann in dem Fall Oder an diversen Steinen Baden-Württemberg-Salz lecken. und Heidelberg-Salz oder was auch immer Salz an Steinen lecken und es erstmal rauskriegen. Achtung, das bedeutet Neugier. Du musstest neugierig sein. Dopamin ist ein krasser, interagiert krass mit unserer Neugier. Du musstest neugierig sein, du musstest ausprobieren, du musstest mutig sein und du musstest Bock haben oder du wolltest Bock haben, spätestens dann, wenn deine Familie nichts zu essen hatte oder Hunger hatte, Durst. So, lange Rede, kurzer Sinn. Und jetzt haben wir ja aber alles. Wir haben ja wenn wir es jetzt nur auf die physische Ebene runterbrechen, auch wenn wir, lässt sich streiten, in einer Welt des Überflusses des ernährungstechnischen Lebens und trotzdem Darüber können wir streiten. Genau, mikronährstofftechnisch unterversorgt sind, ja, vielleicht Ja, wolltest du darauf hinaus, genau. oder die meisten, lange Rede, kurzer Sinn, der Mechanismus ist der gleiche wie vor 10 Millionen Jahren oder 5 Millionen Jahren oder 100.000 Jahren. Aber die Rahmenbedingungen, in denen wir spielen, haben sich halt geändert. Wir leben nicht mehr in einer Welt der Verknappung und der Ressourcenknappheit, sondern wir leben in einem maximalen Überfluss, dass wir vor allem von den Dingen, Achtung, die halt schnell unser Dopamin triggern, ernährungstechnisch, Fett oder Salze oder auch Zucker. Kohlenhydrate, Zucker und Zucker dann sind ja noch, Kohlenhydrate, genau. genau, noch mehr, also genau die erweiterte Form oder die Dopaminoger, Dopamin. Also dopaminfreundlichere Form von Kohlenhydrate, Zucker, dass die Sachen industriell so aufbereitet sind, dann gegebenenfalls noch mit Knackmechanismus, also mit Soundpsychologie und anderen Tricks, mit Verpackungen, da werden halt alle Dopaminknöpfe gedrückt. Und da ist dann die Herausforderung, wenn nicht jeder Health Coach ist oder nicht jeder ein Ideal hat schon von seiner Vorstellung von sich selbst, wie er sein will und was er dafür dann bereit ist, dafür zu tun. Na dann, und du bist einfach, ich nenne es jetzt mal einfach ganz normal, dann gehst du diesen Mechanismen nach und der eine hat halt mehr Glück mit seiner Genetik und kann halt die Chips essen und die oder die ein oder der andere hat halt weniger Glück und ja, muss dann, spürt den Effekt. Ja, und dazu kommen ja auch noch so die persönlich, ich sage jetzt mal, auch genetische Entgiftungsfähigkeit, ne? Also die kommt ja dann auch noch dazu, je nachdem, was du halt in dich reinschaufelst, ne? Absolut, check. Definitiv. Ich finde es halt auch so interessant, mit diesem Überangebot und auch mit diesem Morgenstart, ne? Also ich habe mich damit so ein bisschen beschäftigt mit Dopamin, als ich dann irgendwie so vor ein paar Jahren so meine Reise begonnen hatte. Und ich habe dann echt so gemerkt, weil ich ja gerade im Marketing arbeite, oder gearbeitet habe,
wie krass doch eigentlich unser kleines Affenhirn, nenne ich es jetzt einfach mal, wie leicht es auf diese Reize reagiert. Also auch, wie du deinen Tag startest. Also man redet ja da auch mit einem Low-Dopamin-Tagesstart absichtlich, ne, damit dein Gehirn nicht sofort, weiß nicht, befeuert, dass das natürlich auch Auswirkungen hat auf deinen kompletten Tag, auf dein komplettes Empfinden von deinem Tag. Wenn du halt morgens sofort startest mit erstmal Handy an, am besten, ne, noch laut, also alle Stimuli, die es irgendwie nur gibt, befeuern, zusammen mit irgendeinem Essen, was jetzt vielleicht sehr, sehr hochkalorisch ist und, dass das einfach deinen kompletten Tag steuert. Ne? Also auch, wie gut kommst du dann am Ende des Tages zum Beispiel auch wieder zur Ruhe? Ne? Also wie sehr bist du dann noch bei dir? Oder bist du halt wirklich so getrieben von dem Handy, von den Dopaminkicks, von den Likes, von den Kommentaren? Also musst du immer online sein? Also was macht das alles mit dir? Ne? Also wie verfährst du in so einer Morgenroutine? Gibt es für dich Tage, wo du sagst, ich trigger das jetzt mal absichtlich? Und da gibt es halt auch Tage, wo du sagst, ich gehe mal ganz bewusst in so eine ganz Low-Dopamin-Morgenroutine. Also wie kann ich mir das bei dir vorstellen? Der Tag beginnt immer mit Pipi-Zähneputzen, Meditation. Also das ist der Dreiklang. So, und trinken natürlich ganz wichtig. Ich denke, das wirst du deinen als deinen Coaches und so weiter oder ja empfehlen, morgens dann auf jeden Fall erstmal zu trinken. Also Handy am Morgen. Es ist tatsächlich so, dass es schon ab und zu ein Thema ist. Auch ich bin ja, dadurch, dass sich mein Business halt eben voll auf Ja, Instagram klar. abspielt, I feel you. bin ich da schon mit dem Handy. Das ist insoweit ein Thema, dass ich schon mehr am Handy bin, als ich es sicherlich sein würde, wenn ich jetzt mein Geld nicht online verdienen würde. Allerdings ist das, ich sehe das nüchtern und rational. Insoweit, das ermöglicht mir auch sehr viel. Instagram ermöglicht mir extrem viel. Es ermöglicht mir insoweit ein Business aufzubauen, was ich so in der Form vielleicht schwieriger aufbauen würde oder könnte. Und ich kann halt Menschen, zumindest mal Deutschland, Österreich, Schweiz weit erreichen. Also so ist es bisher in meinem Coaching, Querschnitt durch mein Coaching-Klientel, wo die herkommen. Aber grundsätzlich habe ich immer die Disziplin, also ich wache in den seltensten Fällen mit Handy als Wecker auf. Das ist nur ein Notfall, wenn ich muss. Also vielleicht dreimal im Jahr oder viermal, wenn es hochkommt. Und ansonsten immer Bad und danach Meditation. Und gut, jetzt der Morgen generell ist bei mir Adrenalin, Dopamin in anderer Form so geladen, auch nicht positiv, immer positiv. Ich habe drei Kinder unter 10 Jahre, also drei, sechs und acht. Da geht es halt morgens einfach ab. Und genau, da ist der Morgen auch getaktet. Aber grundsätzlich, das, was du sagst, die Message, definitiv den Morgen erstmal smooth starten mit sich, so gut es geht. Und vor allem auch halt ohne Handy, ohne Social Media und auch vor allem negative Nachrichten permanent zu lesen, weil das primet dich für deinen Tag. Oh, So wie das du ist in den furchtbar. Tag, genau, also so wie du in deinen Tag einsteigst, sagen ja die Mönche oder Menschen, die sich viel mit Meditation und Menschen, die sich viel mit dem Thema Nervensystem beschäftigen, so wie du in deinen Tag einsteigst, so zieht es sich durch deinen Tag. Hast du morgens schon so einen Helm oder so einen Fuck-up, dann wirst du anders ins Büro gehen, deine Kinder zur Schule bringen, whatever, in Calls reingehen, in Meetings, in Gespräche, deine Projekte angehen, als wenn du es sehr ruhig und diszipliniert tust. Das heißt also, bei mir ist erstmal diese Meditation, dann bringe ich alle drei Kids weg in Schule und den Kindergarten und dann mache ich nochmal für 7 Minuten meistens meine Qigong-Moves, meine kleine kurze Energiearbeit hier im Volksgarten Düsseldorf, wo ich jetzt auch gerade sitze, was tatsächlich mein Office ist in den letzten 3 Jahren. Und dann gehe ich ans Handy und dann baller ich ganz konsequent durch. Messages, Likes, Kommentare, E-Mails, dann geht es in meine Coachings, ein, zwei, drei Sessions am Morgen und dann ist mein Morgen auch schon wieder vorbei.
wenn ich nicht trainiere an dem Tag. Und dann hole ich meine Kids ab, mache Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung und was der Tag dann so bringt. Genau. Ja. Also das ist so mein Flow. Aber wie du sagst, an den Randzeiten, ich erweitere mal das, was du gesagt hast, nicht nur morgens, sondern auch abends, an den Randzeiten des Tages, zu viel Handy-Daddeln reibt zu sehr auf. Vor allem, das erfahre halt ich als Motivationsmental-Coach oder in den Coachings, die ich gebe, wenn die Menschen beginnen, halt sich zu vergleichen oder nicht abgegrenzt genug sind oder generell von in einem Stuck sind, also festsitzen in einer Lebenssituation mental, wo es ihnen einfach gerade nicht so prall geht, dann triggerst du damit halt noch mehr die Themen, die sowieso schon in dir gerade am Blubbern sind. Ja, definitiv. Ich weiß noch, wie das am Anfang meiner Selbstständigkeit war, ne? Also, du bist da ja sowieso total erstmal verloren, ne? Also, du bist ja im Zweifel so die Erste, vielleicht sogar in deiner ganzen Familie, die überhaupt den Weg geht, ne? Oder Ja. der oder die Erste. Das ist alles neu. Du hast vielleicht in einem direkten Umfeld auch gar keine Vorbilder, die diesen Weg gegangen sind, ne? Also gut, dank der Social Media Welt kann man sich halt wunderbar Das connecten. Wir stimmt. ja auch. Das ist ja auch ein wundervolles Geschenk dadurch. Und gleichzeitig erstmal so den Weg finden, ne? Also dann kommen, so wie du es ja auch gesagt hast, da kommen dann plötzlich solche Muster hoch und Handy, Handy, man hat das Gefühl, das hat bei mir voll reingekickt, noch mehr machen, noch mehr machen, noch mehr machen, weil ich ein krasses Leistungsprogramm halt auch einfach habe. War halt jahrelang Führungskraft auch. Das heißt, das immer dieses Machen, 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 bis ich dann irgendwann auch so nach einem halben Jahr gemerkt habe, okay, so kann es nicht weitergehen, ne? Weil klar, du bist voller Begeisterung und Dopamin für dein Thema, ja, du willst es nach draußen bringen, du hast eine Mission. Und plötzlich merkst du halt aber, okay, da geht gerade sehr viel verschütt, was auch den eigenen Körper betrifft. Ne? Also so ging es mir zum Beispiel auch. Und da, ja, erzähl ruhig, Ja, und das ergänze. finde ich super, ja, das finde ich super, super wichtig, was du gerade sagst, weil es ist, ich habe oft in meinen 1:1-Coachings und Menschen, die mir schon länger folgen bei Instagram, ich möchte niemals den Eindruck erwecken, also mein Traum ist es tatsächlich, im Wald, am Berg oder an der See, beides zusammen, am Meer zu wohnen und ein Leben wirklich sehr remote zu leben, was zum jetzigen Lebenszeitpunkt einfach noch nicht umsetzbar ist. Ich werde es irgendwann definitiv umsetzen. Aber es ist auch gut. Dopamin treibt uns auch an. Aber wie alles, wir brauchen die Selbstkontrolle, die Selbstdisziplin und das Bewusstsein, um mit diesem Geschenk umgehen zu können. Gerade im Leistungssetting. Im Leistungssetting ist es genial. Und gerade, weil viele das auch gerne verurteilen, auch wenn ich, wenn es ans Eingemachte geht und man redet mal wirklich über tiefer liegende Themen, wo dann viele auch sagen, ja, ich war beim Therapeuten und dieser ganze Leistungsdruck. Ich finde Leistung gut. Leistung ist sexy. Leistung ist sehr gut. Und ohne Leistung wären wir als Menschheit nicht da, wo wir sind. Und Leistung bringt uns auch Selbstvertrauen. Die Frage ist immer, für wen machen wir es? Was sind die, machen, wie bewusst machen wir es? Und was sind die Kosten? Wie hoch ist der Preis? Und sind wir bereit, den zu bezahlen? Ja, das wollte ich nur noch mal sagen. Und Dopamin ist ein super Geschenk. Aber tatsächlich, du hast es ja so beschrieben am Anfang, die Reise, wenn wir es halt unbewusst machen. Und dann kommt so das große Erwachen. Und das ist ja aber auch wieder gut, weil du hast davor gesagt, ohne Chaos keine Ordnung oder kein Neuaufbau, wo wir dann mit mehr Bewusstsein uns entwickelt haben und reingehen können und sagen, hey, okay, ich kenne mein Potenzial, ich weiß, was geht. Ich mache zum Beispiel ein oder zwei Instagram-freie Tage die Woche oder whatever. Oder mache X Posts, weil ich gemerkt habe, so und so viele Posts tun mir nicht gut. Das ist jetzt schon sehr, sehr in unserer Sehr Welt, sehr detailliert, spezifisch. ja, Ja, genau. definitiv. Ja, aber das ist, wie soll ich sagen, ich beschäftige mich ja überwiegend mit Weiblichkeitsarbeit, ne? Da geht es ja tatsächlich eher so darum, dass wir diesen Part des Leistens auch mal hinterfragen, ne? Und gleichzeitig habe ich natürlich auch eine, also sonst könnte ich das ja auch gar nicht machen. Also ich könnte. Also ich gehe da voll mit, was du auch beschrieben hast. Ich finde Leistung auch super genial, wenn ich dann auch das andere Spektrum bedienen kann. Also nicht um Exakt. jeden Preis, ne? Also Ja, Leistung exakt. nicht um jeden Preis. Mich treibt es doch auch an. Also es treibt doch auch jeden an. Du willst ja, wenn du für irgendwas brennst, das auch auf die Welt bringen.
Und das Yes. passiert ja nicht einfach, wenn ich jetzt nur da sitze und mir dann irgendwie was Schönes erträume, sondern ich muss halt dafür losgehen, ja. Ich Und darf das Fehler machen, ich darf und der scheitern, ich darf Lektionen lernen. Exakt, und das ist so wichtig, ob im Health oder im Life, im Motivations-, im Mental-Coaching-Setting, egal, scheiß auf das Setting. Aber die Leute müssen ins Tun kommen. Das wissen wir alle von uns selbst. Gerade jetzt wir beide, wenn es um den Schritt der Selbstständigkeit geht oder ging, das weißt du als erfahrene Coach, als erfahrener Coach, wenn du mit deinen Coaches, Coachinnen arbeitest. Action is King, Punkt. Ja. Knowledge that isn't applied, also Wissen, was du nicht anwendest, ist worthless, hat der Charles Poliquin, der ist verstorben, der wahrscheinlich der Begründer des modernen Fitnesstrainings und beziehungsweise der Fitnesstrainer auf der Welt schlechthin. Das hat er zu mir gesagt, als ich habe mal mit ihm ein bisschen Zeit privat verbracht, als ich ihn vom Flughafen abgeholt habe. Und das werde ich nie vergessen. Wissen, was du hast und nicht anwendest, ist wertlos. Und deshalb Action is King. Und um uns wieder einzufangen, Dopamin gibt dir halt die Power, Action zu machen. Aber Achtung, Dopamin gibt dir auch die Power, dich zu verstreuen. It's your choice. Du brauchst Ja. den Fokus dafür. Also nur Dopamin, nur Dampfhammer bringt dir nichts ohne Fokus und ohne Entschlossenheit. Das ist halt wichtig. Und ja, das ist wichtig. Du hast ja auch immer gesagt, oder ich kann mich immer, wenn ich so deine Storys auch verfolge, spricht mich immer dieser Satz an, den du, glaube ich, öfter sagst, dieses Dopamin muss man sich verdienen. Ja. Hast du Lust, darauf mal einzugehen? Gerne. Machen wir es ganz einfach. Bringen wir es in Perspektive, machen wir es praktisch. Ich bin jetzt, Achtung, ich will niemanden verschrecken, aber ich glaube, das ist sehr nachvollziehbar, also nicht in der Praxis, aber du kannst dir dein Dopamin über Sport holen oder Heroin nehmen oder Kokain. Kokain und vor allem Heroin bringen dein Dopamin so unfassbar schnell nach oben. Aber Achtung, es gibt ein Gesetz beim Dopamin. Und auch im Leben generell. Alles, was schnell kommt, geht meistens auch wieder schnell. Also hält nicht lange. Und jetzt gibt es noch was. Das zieht dein Dopamin nicht aufs Ausgangslevel runter, sondern das bringt dein Dopaminlevel so durcheinander, dass es dieses Dopaminlevel unter das ursprüngliche Ausgangslevel noch weiter runterzieht. Das heißt also, hole ich mir mein Dopamin über eine Wanderung von 8 Stunden. Ich weiß, jetzt hat nicht jeder 8 Stunden Zeit am Tag, aber oder über ein Bauch-Beine-Po-Workout, liebe Mädels, liebe Zuhörerin, oder über Deadlifts und also Kniebeugen und Kreuzheben und Kniebeugen, über 1, 2 Stunden am Tag, dann geht das Dopamin langsam hoch. Aber was ist der Vorteil? Es bleibt sehr lange auch im System vorhanden. Das heißt, Dopamin, was wir uns mit Anstrengung verdienen oder mit Pain, also Pain muss nicht immer, also ich rede jetzt nicht davon, dass wir uns selbst ritzen, Schaden zufügen, Nee, aber Pain, nur um das vielleicht kurz zu ergänzen, ja, bitte. Pain ist ja das Gleiche wie Pleasure. Also manchmal ist ja Pain und Pleasure so nah beieinander, das sind ja Absolut. ähnliche Rezeptoren, dass wir manchmal erstmal differenzieren dürfen oder lernen dürfen, was es ist. Ja, Sorry, absolut. so. Ja, genau, perfekt. Und je mehr wir uns das halt auf natürlichem Wege von einfachen Stimuli holen, über die körperliche Anstrengung, auch Achtung, über die kognitiv-mentale Anstrengung, und das ist natürlich Champions League, soweit bin auch ich noch nicht, über die emotionale Anstrengung, Reibung in einer Beziehung mit dem Wissen, dass die Reibung entwickelt und Wachstum bringt, ja, in der Beziehung. Und wenn es, Achtung, auch vielleicht sogar ein Aus bedeuten würde, wenn ich darüber mein Dopamin mir holen kann, das ist halt ein Game Changer. Es gibt natürlich, kann ich gleich drauf eingehen? Dieses Dopaminkonstrukt ist extrem subjektiv. Den einen triggert Natur und Bewegung. Die andere sagt, geh mir fort damit. Ich möchte auf gar keinen Fall bei 8 Grad, Boris, an einem Dienstagabend in der Dämmerung im Botanischen Garten in Düsseldorf sitzen. Bist du denn bekloppt? Der andere ja, feiert es, die andere sagt, oder der andere sagt nein. Es ist sehr subjektiv, aber grundsätzlich lässt sich festhalten, zurück zu deiner Frage. Wenn wir uns Dinge erarbeiten und verstehen, dass die Reibung, die wir dadurch, die dadurch erzeugt wird oder passiert, dass das gut ist, weil es hilft zu wachsen, besser zu werden,
dann bekomme ich schon Dopamin auf dem Weg und nicht nur vom Ergebnis. Und ich profitiere von einem längeren, besseren Gefühl, wenn ich es erreicht habe. Wenn ich mir aber jetzt machen, was nicht so brutal mit irgendwelchen Drogen, wenn ich aber mein Dopamin dauerhaft von Ben & Jerry's, Netflix oder anderen Streamingdiensten, Pornografie, was auch für mich ein Riesenthema war, ist, ja, Pornografie hole, das ist das mentales Kokain. Das geht schnell. Aber die Herausforderung ist halt, dass wir zum einen nicht an unserer eigenen Entwicklung arbeiten. Und damit meine ich jetzt nicht nur an unserer physischen Gesundheit, sondern auch an der mentalen und der emotionalen State, wo wir stehen könnten oder können. Es geht halt einfach schneller dann auch weg. Und wenn wir uns halt nur ergeben in solche Dinge, dann macht uns das halt auch schwach. Warum? Herr Dopamin schenkt uns halt einfach Superpower. Schmerzresistenz, das schenkt uns nicht nur Neugier und Antrieb, sondern damit kommt auch Schmerzresistenz. Leistungsfähigkeit, das habe ich in dem Podcast jetzt noch nicht erwähnt. Warum? Weil Dopamin kommt meistens immer mit seinem Cousin oder kleinen Bruder Adrenalin. Und das heißt, Immunsystem wird besser, alles Mögliche, ne? genau. Aber es kommt natürlich darauf an, in welchem Kontext und wie viel und woher ich das bekomme. Ich hoffe, ich habe jetzt mal so mit dem Rundumschlag, manchmal verliere ich vor lauter Dopamin den Definitiv, Faden. aber das ist ja auch, das ist ja wie immer mit der ganzheitlichen Gesundheit. Ich meine, es gibt halt einfach also sehr, sehr viele Ansatzpunkte, wo man da eben mit reingehen kann, ne? Also auch Absolut. dieses mental-kognitive, also was bedeutet es auch auf dieser Ebene, wenn ich mir wirklich was verdiene, was erarbeite? Ja, mein Selbstwertgefühl wird dadurch auch besser, ne? Also das hat einen Zusatzbonus nochmal für mich. Ne, genau, nehmen wir doch mal folgendes Beispiel. Ich bin mal gespannt, ob du, also ich bin, bitte, bitte frei sagen, wenn das nicht so ist. Aber wenn ich im Monat 10.000 Euro verdiene, oder nehmen wir 8.000 Euro, und ich habe ähnlich viel Geld in meiner letzten Sales-Führungsrolle verdient, aber die 10, die ich jetzt verdiene, die fühlen sich an wie 30 im Angestelltenverhältnis. Ich bin so unfassbar. Und das ist jetzt, aber ich bin so unfassbar stolz auf mich, dass ich das in 3 Jahren hingekriegt habe, beziehungsweise wo ich mich hingearbeitet habe. Und wenn ich mir jetzt zurückblicke, was für ein Pain und teilweise Aufgeben, Sinnesfragen, gehe ich wieder zurück und so weiter. Vielleicht hast du die ähnlichen Erfahrungen gemacht, aber das ist einfach, dieses sich erarbeitet zu haben, ist ein unfassbar gutes Gefühl. Und Das ist es. Das geht ja weit mehr. Das ist ja dann weitaus mehr als nur, wir sind die ganze Zeit beim Dopamin. Aber am Ende wollen wir langfristig innen drin Veränderungen in unserem Mindset, in unserer Fähigkeit zu fühlen, in unserer Intuition so vornehmen, dass wir resistent sind gegen zu viel Dopaminverstreuung oder Ablenkung oder dass wir sagen, wir wissen, aber wir wissen auch, das ist ein Geschäft mit dem Teufel und wir lassen das mal lieber sein und holen uns lieber unser Dopamin von woanders. Oder gehen situativ da mal gerne rein, essen halt Ben & Jerry's oder Ja, glotzen mein Gott, das irgendwas ist ja oder die Mischung macht's, ne? Also wir leben ja nun mal in einer modernen Welt. Das ist ja so, wir können uns nicht immer allem entziehen. Also spätestens, wenn du deine eigenen vier Wände verlässt, je nachdem, ne, wenn du mal rumreist oder sowas, Korrekt, dann bist korrekt. du halt auf bestimmte Dinge angewiesen. Das können wir jetzt erstmal nicht verändern. Also wir haben halt unsere ganze Umwelt genauso gestaltet, ja, also als Menschheit. Und wir sind ja Gott sei Dank hochadaptive Wesen. Ja, also wir können uns da super einstellen. Und gleichzeitig habe ich manchmal so das Gefühl, wir sind halt immer noch so diese Affen, die mit dem Feuer spielen und noch gar nicht checken, was da eigentlich richtig abgeht. Also gerade was das Thema Dopamin betrifft, Medienkonsum, ne? Also auch die jüngeren Generationen, die jetzt damit aufwachsen. Also in meinem Fall, ich habe ja mein erstes Handy irgendwie so erst mit 18 gehabt. Ja, also ich war ja da eher so quasi schon draußen. Ich musste mir in meiner Kindheit sehr viel Dopamin verdienen. Ja, so. Und das ist heutzutage natürlich ganz anders. Und ich glaube, es ändert sich auch, was für ein Dopamin jetzt gerade dich anspricht. Also vieles, was mich früher noch angesprochen hätte, stimuliert hätte, wie auch immer angetrieben hätte, das zieht für mich gar nicht mehr, weil ich mich natürlich auch verändert habe. Also wie nimmst du das bei dir wahr? Ich Also würde kannst du da eine sagen, Veränderung? Ich bin
Ich bin auf meiner Reise, so nenne ich es gerne, auch wenn das für manche abstrakt ist, also übersetzt einfach vom Spirituellen oder Ja. von unserer Bubble, von unserer Coaching- und Spiri-Bubble raus. Mein Lebensweg bisher jetzt mit bald 39, ich bin viel mehr zu mir gekommen. Ich stehe viel mehr zu mir. Also ich habe noch nie ein Problem gehabt, meine Bedürfnisse durchzusetzen oder aber auch zu mir zu stehen. Nur ich weiß viel mehr bewusst nochmal, was mir wirklich, wirklich wichtig ist. Und bei mir haben sich die Dopamin-Trigger, die sowieso schon da waren, noch viel, viel mehr verstärkt. Und die geben mir einen unheimlichen Halt, weil sie mir einen unheimlichen Sinn geben. Und ich habe das früher hinterfragt. Ich habe hinterfragt, ob das wirklich der Sinn ist. Aber nimmst du mir Natur und Bewegung, ist mein Leben wertlos. Ja. Das ist eine harte Aussage, ich weiß. Nee, ich fühle das voll und das ist auch, ich bin voll bei dir, also kann Ich ich habe voll mir die, hoppla, nachvollziehen. Ja. ich hab mir das Wort gegeben, nie wieder in Büroräumen zu arbeiten. Nie wieder. Das ist natürlich jetzt eine harte Aussage und ich bin gerade dabei, mit drei anderen eine Unternehmung zu gründen oder wir sind in der Gründung und genau. Aber wie dem auch sei, für mich ist safe mein Dopamin. Ich fühle mich am wohlsten mit und in der Natur. Und ich suche Mittel oder entwickle Mittel und Wege, angepasst an meine Lebenssituation und die Umstände, Wege zu finden, wie ich mir da mein Dopamin mir holen kann. Und das ist nicht nur Dopamin. Also das ist ja auch, da ist viel, da ist, das geht weit über Dopamin hinaus, wenn aber ich auch die Natur als Dopaminquelle anzapfe. Genau. Also das zu deiner Frage. Es haben sich die Dinge, die schon immer da waren, die haben sich destilliert, katalysiert, kann ich das so sagen? Ja, also die haben sich nochmal herausgearbeitet und ich habe gnadenlos, streiche ich alles weg, was nicht in mein Lebenskonzept passt. Das heißt also, dass du mich mal Düsseldorf auf der Kö siehst, das ist ganz, ganz selten. Und damit ich dann in irgendeine große schwedische Bekleidungskette reingehe und mir Boxershorts kaufe, um Himmels Willen, da wird mir schon schlecht, wenn ich dran denke. Das auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also, meine Kinder haben wahrscheinlich in ihrem Leben, ich weiß es nicht, wie oft die Innenstadt gesehen, eine Handvoll Mal und sind hier in Düsseldorf groß geworden, ja. Ja, richtig gut. Richtig gut. Also große Leistung. Ich meine, da können wir direkt ins nächste Thema anknüpfen, ne? Also wie geht man in einer dopaminüberladenen Zeit, ja, wo man leichtes Dopamin kriegen kann, wie zieht man da Kinder groß? Wobei großziehen auch so ein blödes Wort ist. Also wie kann man Kinder ins Erwachsensein begleiten? Wie gehst du damit um? Weil ich selber habe keine Kinder mit meinem Mann. Wir sind schon 20 Jahre zusammen, also so dieses Wachsen in der Beziehung mit Dopamin kenne ich alles. Also wir haben große Höhen gehabt und auch sehr große Tiefen. Und ich frage mich auch immer jedes Mal, wenn ich zum Beispiel meine Freundin anschaue, wenn wir sprechen, ne, auch Familie und so weiter, boah, in dieser Zeit Kinder zu begleiten und sie natürlich irgendwie darauf vorzubereiten, was das halt mit einem machen kann, stelle ich mir super, super herausfordernd vor. Und so ging es natürlich unseren Eltern auch, ja. Also es ist ja immer so, dass sich irgendwas verändert und es verändert sich ja gerade aktuell rasant viel. Aber wie gehst du jetzt mit deinen drei Kindern um, beziehungsweise was lebst du ihnen da jetzt vor? Auch zum Beispiel mit Medienkonsum, ne? Oder mit Zucker, ne? Wenn die mal auf Kindergeburtstag sind oder was auch immer. Also wie gehst du da damit um? Also wir gehen so damit um, dass grundsätzlich, glaube ich, nach wie vor der größte Hebel ist die eigene Rolle. Also inwieweit oder welches Vorbild du bist, welches Bild du abgibst. Und denn alles andere wäre Dressur. Also du kannst es nur vormachen. Hat mir mal jemand gesagt, das hat die Oma, also eine sehr erfahrene Frau von dieser Person gesagt, ist ein sehr erfahrener Sales Coach gewesen oder ist nicht gewesen, sondern ist einer, der Tim. Und der hat gesagt, meine Oma hat immer gesagt, du kannst es nur vormachen, alles andere ist Dressur. Ja, Und schönerer Satz. Toll. ja, und auch da, ne, auch wieder, es ist schön gesagt und manchmal geht's halt, glaube ich, muss dann doch ein bisschen Dressur rein, wobei, also um es auf den Punkt zu bringen, Vorbild sein bedeutet für mich das Leben, was man als richtig erachtet.
Und wir haben alle unsere eigene Wahrheit. Also authentisch sein einfach, ne? Genau, Authentisch sein. authentisch sein. Den Menschen, die halt es bewusst wissen, denen fällt es einfacher oder die wissen es halt. Es gibt vielleicht auch viele, sicherlich gibt es viele, die es nicht wissen. Wie gehe ich konkret damit um? Also der zentrale Dopamin-Trigger ist sicherlich Bewegung und Natur. Das heißt also, es gibt wenig Tage, wo wir nicht irgendwie als Family, also meine Kinder und ich, oder wenn meine Frau dann mal übernimmt, meine Frau und die Kids, wo wir nicht in der Natur sind, also im Volksgarten oder am Rhein oder, ne, also Bewegung ist ein zentrales Element und wir spielen insoweit alle Annehmlichkeiten der dopaminergen und modernen Welt. Das heißt also, die bekommen auch Zucker, die dürfen auch Weizen essen, aber halt alles in adäquater Form, wie wir glauben, dass es richtig ist. Das heißt also, es gibt halt so ein-, zweimal die Woche gibt es halt ein Stück Zartbitterschokolade, dann gibt es mal samstags oder sonntags hat halt die Mutter einen Kuchen gebacken, dann gibt es ein Stück Kuchen, dann gibt es auch viele Diskussionen, dann gibt es auch mal einen Kindergeburtstag, wo mein Sohn so viel Schokolade gegessen hat, dass ich einen Anruf kriege und sage, der hat braun gekotzt. Sage ich, wie? Ja, der ganze Gehweg ist braun. Dann sage ich, Ben, was war los? Ja, gut, ich habe ja, da gab es nichts anderes, sage ich. Ach so, Ben, okay, gab es nichts anderes, ja. Also passiert alles, aber Fakt ist, wir geben den Rahmen insoweit vor und ich erkläre denen natürlich meine Weisheiten und meine Auffassungen, dass ich sage, ich entscheide aus dem und dem und dem Grund. Natürlich beeinflusse ich sie oder will ich sie damit beeinflussen. Gleichzeitig sollen sie sich aber auch ihr eigenes Bild machen. Ja? Also, wo ich einfach auch Dinge, Hintergründe erkläre. Medienkonsum. Wir gucken gemeinsam. Wir haben kein Fernseher. Ich habe seit, also kein TV in dem Sinne, kein Flatscreen oder Screen. Ich nutze den Laptop dazu und wir schauen so 2 bis 3 Mal die Woche verschiedene, meistens sind es Dokus, ab und zu dürfen sie auch sanfte, inzwischen, das hat sich jetzt erst entwickelt die letzte Zeit, sanfte Zeichentricksachen schauen, so softe Sachen. Es gibt ja unterschiedlichste Sachen, auch mit schnellen Bildwechseln oder auch mit, was wirklich dann sehr dann gewalttätig ist. Also ich bin jetzt kein Mensch, der so super, wie sagt man dazu, Anti-Gewalt ist, aber es gibt einfach Zeichentrick, wo die Charaktere so, sorry, abgefuckt und durchtrieben sind, so hinterlistig und sowas machen wir nicht. Wir gucken halt Sachen, wo es auch Konflikte und so weiter gibt, aber wo es, sage ich mal, auch alles, ich drücke es mal allgemein aus, smooth erklärt wird. Ja, genau. Aber die haben keinen freien Zugang zu digitalen Medien, die haben bedingt freien Zugang zu ihren Figuren, das nennt man Tonybox, können sie draufstellen und hören. Ja, kenne ich, ja. Genau, ja, genau. Aber die haben keinen freien Zugang zu Zucker, die haben keinen freien Zugang zu digitalen Medien, weil wir glauben, es ist noch zu früh. Wir stellen uns natürlich immer die Frage, was passiert, gerade wenn wir das Zuckerthema zu stark deckeln, drehen die dann komplett durch in ihrer Pubertät oder wenn sie Erwachsene sind. Ich weiß es nicht, ich weiß nur eine Sache, dass meine Kinder, unsere Kinder motorisch, bewegungstechnisch Top-Level sind. Wir sind selten krank. Wir haben viele Konflikte auch als Familie, aber wir sind trotzdem happy und ich glaube, wir können uns, Achtung, doch an vielen einfachen Dingen des Lebens erfreuen. Und das ist eine ganz wichtige Message. Ich höre gleich auf zu reden. Du kannst nein, gleich nein, wieder, nein, es ist total interessant. Mach weiter. Das ist so eine Kernmessage, die ich rausbrüllen will. Ich glaube, dass viele von uns oder dass wir oft unglücklich sind, weil wir die Connection nicht nur zu uns selbst, sondern auch zu den einfachen Dingen im Leben verloren haben. Und das Layering, das Dopamin-Layering, ja, das begünstigt diese Thematik exzessiv in Kombination mit wenig Bewegung, mit wenig Licht, mit Makronährstoff überladenem Essen, mit Mikronährstoff unterladenem genau. Essen. Also was ich damit sagen will, ist, wir haben zwar viel Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate, also für alle, die nicht vom Fach sind, aber was die Mineralstoffe, die Spurenelemente und so weiter anbelangt, die essentiell sind für ein gut funktionierendes, ich nenne es mal Mind, Body, Soul und für ein gut funktionierendes Hormonsystem, Nervensystem, da hapert es.
Wir brauchen, wir müssen lernen, jeder von uns jeden Tag praktizieren, mit Disziplin, in Ruhe, in Sorgfalt, sich die Zeit nehmen, an den einfachen Dingen sich zu erfreuen. Und wenn es mit dem eigenen Atem morgens beginnt. Die Tatsache, dass du aufstehst und lebst, das ist nicht selbstverständlich. Die Tatsache, wer nach Palästina jetzt schaut, Palästina oder andere Regionen auf der Welt, dass wir einfach, auch wenn in Deutschland vieles nicht so läuft, wie ich mir das vielleicht wünsche, aber am Ende, wir können hier über Persönlichkeitsentwicklung, über Dopamin reden. Den anderen Leuten fliegen die Bomben um die Ohren, und die haben nichts zu essen. Das ist ein Also, absolutes wir Privileg und müssen Luxusproblem, was wir hier gerade haben, absolut ne? immer wieder zurückkurbeln und uns an den einfachen Dingen erfreuen. Und das ist ganz klar auch knallhart die Message, die meine Kinder täglich zu hören und zu spüren bekommen. Vor allem, wenn es jetzt irgendwie unangebrachte Äußerungen gibt, bezüglich des Essens oder wenn mit Essen unsparsam umgegangen wird, nicht, also wie gesagt, also wir schmeißen nie Verschwenderisch. Essen weg, verschwenderisch, Dankeschön, genau. Also es sind so große Themen. Ich glaube, ich mix so, ich sag mal, alte Schule mit so meinem Approach. Aber ich bin schon, wenn man so sich anschaut, alte Schule und Achtung, die können viel haben. Ich möchte viel ermöglichen, aber ich will immer Teamplay und ich will, dass die sich anstrengen. Die müssen sich anstrengen. Die brauchen nicht die Besten in der Schule sein. Die brauchen auch nicht die Besten im Judo-Training sein. Die müssen aber die beste Version ihrer selbst sein. Das erwarte ich. Streng dich an. Streng dich an. Auch das so ein bisschen Stretch, ne? Da geht ja jeder quasi anders mit um. Und ich habe ja eher so, das ist ja die andere Seite unserer, wie soll ich jetzt sagen, unserer Gesellschaft, ne? Dieses Sattsein. Ne? Also, dass man da einfach satt ist von vielen Sachen aufgrund dieses Überangebotes und aufgrund dieser Sattheit, fehlt ja dann auch ganz oft so der Drive. Ne? Und das kann natürlich ein ganz individueller Drive sein, wie du es ja auch schon gesagt hast. Ne? Also es ist ja immer wichtig zu wissen, warum mache ich das? Und dafür braucht es vorher eben diese Klarheit, diesen Weg, den man gehen will. Und dieser Weg kann sich ja auch ändern. Ne? Also immer mal wieder in sich einzuchecken und zu sagen, warum mache ich das jetzt eigentlich gerade nochmal? Ne? Also warum treiben mich irgendwelche bestimmten Sachen an? Und mir ging es halt auch immer mal wieder so. Also bei mir hauen auch immer mal wieder alte Muster rein, ja. So, I'm only human. Also auch bei mir ist das so. Das kann ich unterschreiben, was du ja auch schon so gesagt hattest. Und ich habe mir jetzt zum Beispiel auch so eine, letztes Jahr war das schon, auch so eine Focusera-Box mal gekauft. Kennst du bestimmt auch, oder? Nee, was ist das? Was ist das? Focusera Box. Da habe ich gedacht, das war mein persönlicher Scheitermoment, wo ich echt so gedacht habe, okay, das ist hier so eine Box. Ich halte jetzt mal rein für alle, die es sehen. Ja, also auf YouTube einfach reinschauen. Das ist so eine Holzbox, wo ich mein Handy reinlegen kann mit einem Zeitschloss. Ja, Und mega. da dachte ich so, und dann dachte ich so, okay, jetzt, das ist jetzt gerade der Moment, wo ich wirklich scheitere, was mein Neurotransmitter betrifft. Aber mir hat es halt total geholfen. Ja, das hilft auf jeden Fall, wenn das, wenn du jemand bist, der da Themen hat in der Dosierung, ja, oder dass der Dopamintrigger ist. Wichtig ist an der Stelle nochmal, ich mache mir gerade so Gedanken über das, was wir gesprochen haben und um einfach den Zuhörern nochmal ein bisschen was mitzugeben auch. Es ist nicht jeder gleich und nicht jeder, also nicht jeder hat das gleich explosive Dopamingerüst. Das heißt, derjenige, der Potenzial nach oben hat, bei dem ist es wahrscheinlich auch so, so nehme ich es auch bei mir wahr, dass der bestimmte Dinge ihn stärker beeinflussen. Wenn es jetzt Leute gibt, die so weniger Auslenkung nach oben haben, aber dadurch auch weniger Auslenkung nach unten, die einfach konstanter sind in ihrer Motivation oder aber auch nicht Motivation, sondern die halt einfach jetzt keine extrem hohen Hochs, weil das will das System, was das System gar nicht mag, sind überproportionale Hochs. Weil auf ein überproportionales Hoch folgt ein überproportional langes Low. Und Ein deshalb willst Crash. ein Crash. Und deshalb willst du dein Dopamin, zumindest wenn du es, du willst, wenn du jetzt im Safe Space oder wie sagt man dazu, in Leitplanken bleiben willst, nie too high, weil es dann auch nie too low geht. Aber du kannst natürlich bewusst damit spielen, wenn du dich ausprobieren willst. Und das ist nochmal ganz wichtig. Jeder hat unterschiedliche Dopamintrigger und jeder hat ein anderes, wie sagt man, eine Dopaminsensitivität. Und damit zu spielen und das rauszubekommen, das ist halt ganz, ganz wichtig. Am Ende sollte auch jedem bewusst sein, der zuhört, Motivation
ist Dopamin ein Gefühl, das ich verwenden kann, um mich gut zu fühlen, aber es ist halt ein Gefühl. Ich brauche bei vielen Dingen im Leben Consistency, Konsistenz, wo ich dann auch mal das Gefühl, wie sagt man dazu, ich will nicht meine Gefühle grundsätzlich übergehen, Ines, aber ich glaube, du weißt, was ich damit sagen will. Ja, du denn darfst, wenn das Motivationsload also da genau, ist, ja, weitermachen, grade, ja. Mhm. Weitermachen, genau. Mhm. Und dafür brauche ich dann wiederum mehr, das ist das, was du angesprochen hast, dafür brauche ich die Klarheit mit mir selbst. Und das ist ja die Herausforderung, dass wir sowas ja leider nicht aktiv lernen in unseren Zehnern oder in der Schule oder in der Zeit, in der wir es brauchen, um Orientierung zu finden, weil vielen Menschen, denen fehlt es nicht an Motivation. Viele haben Drive. Es fehlt die Frage, wohin mit dem Drive? Wo soll ich hinrennen? Gerade in jungen Jahren, wo ich nur so strotze vor Energie. Aber wenn ich da schon klar bin und halbwegs weiß, was ich will, was auch schwer ist, was auch viel mit Trial and Error zu tun hat. Also ich hätte niemals... Dafür ist die Zeit ja auch da. Also genau, hallo, das ist genau. Also jede Lebensphase hat ihre Zeit. Und exakt. Ich meine, die Dummheit, sagt man immer, oder den Leichtsinn gehört der Jugend. Und das ist auch genau richtig so. Genau. Und nicht die Dummheit. Und da, Dummheit war jetzt blöd. Ja. Und da brauche ich die Klarheit, um konsistent zu sein, wo ich hin will und wo ich arbeiten will. Ja, woran ich arbeiten will, genau. Ja. Und ich meine, du wirst es ja wahrscheinlich auch kennen. Also ich bin da auch so ein Tierchen, ne? Wenn ich irgendeine Idee habe, dann bin ich die Erste, die am Schreibtisch sitzt. Und dann will ich auch, dass das sofort fertig ist. Ich bin wahnsinnig ungeduldig. Ich will das dann wirklich auch umsetzen, wenn ich halt gerade noch so diese Energie in mir fühle. Und dann muss das umgesetzt werden, ne? Und dann kann es halt wunderbar. Echt mal vorkommen, dass ich halt irgendwie dann mal auch durchmache. Aber am nächsten Tag, weißt du, da fühle ich mich so... Gott, war das geil. Ich habe den Prozess genossen. Weißt du, ich habe den Prozess genossen. Und da will man ganz klar, ich glaube, da sollte man vor allem in der Health Coaching Community, da sollte man die positiven Seiten des Mechanismus deutlich, also sehen, deuten lernen, identifizieren, wie sie sich auch individuell zu zeigen und was da deine Power ist. Und bei dir höre ich raus, deine Power ist es da wirklich dann, getrieben von der Ungeduld in die Umsetzungsstärke und dadurch in die Beharrlichkeit reinzugehen und weiter dran zu bleiben. Und dann ist das super. Was wir ja, um nochmal zurück zum Anfang oder den Rahmen, es rund zu machen, es geht ja wirklich darum, aufzupassen, dass wir uns in bestimmten Dingen, konsumtechnisch, die wir auch einfach bekommen können und die uns schnell gute Laune bringen, dass die sich einfach letztendlich abnutzen und dass die Message ist, die halt mittelfristig, langfristig perspektivisch auszutauschen, wenn ich halt nachhaltig lange Lebensfreude und auch Lust und Sinn oder fühlen will, dass ich die dann halt austausche gegen Dinge, die mir halt Sinn geben. Und da wären wir bei diesem subjektiven Charakter, die das Dopamin-Thema hat. Das ist stark subjektiv. Dopamin kann durch Training stark ausgelenkt werden, bis zum 2,5-fachen, aber nur bei den Menschen, die auch mit Training etwas assoziieren. Jetzt assoziiere ich mit Kraftsport Männlichkeit. Und seit meinem 3. Lebensjahr, ich erkläre das jetzt deshalb, weil du diese also weibliche Zuhause für die weibliche Energie bist, genau, und ich finde, es passt ganz gut. Ja, es kann ja auch sein, dass Frauen zuhören, die mehr Weiblichkeit wollen, aber bei mir war dieses Thema Männlichkeit ist ein unfassbarer Treiber und ich assoziiere nicht nur, aber Bewegung und Training und Widerstand bewegen mit Männlichkeit. Also ist es ganz klar so, dass in meinem Selbstbild, in meiner Wunschidentität das Thema Männlichkeit Dopamin triggert oder speist, beziehungsweise ich einen viel höheren Kickback vom Training bekomme, wenn ich Gewichte gewuchtet habe, als jemand, der halt damit nichts assoziiert. Aber dann muss ich halt das finden, womit ich was halt eben dann in Verbindung bringe. Ist nicht einfach, aber wenn ich es mal gefunden habe, dann habe ich immer wieder eine Toolbox oder immer wieder gesunde Möglichkeiten, darauf zurückzugreifen. Und das mir ist halt, Entschuldigung. Nee, bitte, bin fertig. Und das ist ja quasi auch die Reise, ne? Also einfach verschiedene Dinge ausprobieren, sich immer wieder erlauben und auch immer wieder ins Leben gehen, ne? Ins Leben gehen bedeutet, Dinge auszuprobieren. Ja, also check. Immer und immer wieder. Und genau. Also und Achtung, Wissen, das ist Wissen super und wichtig. Aktion ist halt Weisheit, ne? Also das ich brauche das. Super wichtig. Dopamin triggert Neugier. Aber es ist immer eine Wechselbeziehung bei den Hormonen. Nicht nur die Hormone triggern unser Verhalten,
also in dem Fall Richtung Dopaminverhalten, in dem Fall Neugier, sondern auch unser Verhalten triggert auch unsere Hormone. Bin ich als Mann wettbewerbsorientierter, dann lässt sich das zurückführen auf ein Testosteron, Testosteron. Aber Achtung, eine harte Competitiveness, wenn ich eine ehrgeizige Sau bin, triggert auch wieder mein Testosteron. Also kann ich auch neugierig sein, um mein Dopamin zu triggern. Es geht in beide Richtungen. Richtig gut. Vielen Dank, Boris. Sehr gerne, es wird dunkel, man sieht mich, glaube ich, jetzt nicht mehr. Ich habe zwar eine Lampe dabei, aber wenn wir fertig sind. Es war mir eine Freude, alles gut, man sieht dich noch und vor allem hört man dich. Okay. Und ich habe am Schluss des Interviews immer eine Frage, weil mein Podcast, da geht es ja vor allem um Wandel, ne? Wie geht man damit um, was hilft uns auch in diesem gesellschaftlichen Wandel? Und ich habe am Ende des Podcasts immer so einen universellen Warenkorb. Da darfst du jetzt gerade mal was reinwerfen. Also was braucht unsere Gesellschaft gerade? Was würdest du dir wünschen, was wir mehr brauchen? Nimm dir Zeit. Was wünschst du dir vielleicht auch für deine Kinder, ne? Für die Generation, die jetzt kommt? Also was braucht gerade unsere Gesellschaft? Die Frage wurde mir noch nie gestellt. Ich habe ja schon so einige Podcasts jetzt in den letzten 3 Jahren bespielt und auch einige Reels und so weiter gedreht und hau auch immer tiefe Themen raus. Aber das noch nie. Mega geile Frage. Wir brauchen Ehrlichkeit. Wir müssen raus aus dieser verdammten Drecksmanipulation und Rumlügerei. Ja. Authentizität. Ich kann es anders nicht sagen. Also es ist, wir müssen raus aus diesem Ganzen, wir müssen raus aus dieser Manipulation aufgrund von politisch-wirtschaftlichen Interessen. Das braucht unsere Gesellschaft. Wir brauchen Menschen, die den Mut haben, sich selbst zu sein. Und wir brauchen ehrlichen Umgang. Und dann finden sich immer die richtigen Grüppchen. Und das ist gut so. Aho. Richtig schön. Danke, Boris. Vielen Danke, Dank. Danke, Ines. Danke für den schönen Talk. Danke auch. Und sag gerne nochmal, wie man dich erreichen kann. Also wie findet man dich? Gerne Instagram rausknallen. Okay, also Instagram ist genauso das ist mein daily virtuelles Büro. Emotionale Power ist mein Name dort. Oder B wie der Boris, also b@emotionalepower.de. Das sind meine 2 Kontaktmöglichkeiten. Und genau, wer mit dem hier resoniert, ich freue mich auf euch. Meldet Wunderbar. Euch. Wunderbar. Werde ich gern verlinken. Und ich wünsche dir jetzt auch noch einen schönen Abend. Viel Spaß Vielen beim Dank. Abholen deiner Kids. Danke. Und beim dopaminarmen Abendroutine vielleicht. Who knows? Ja? Absolut. Soll man das noch zum Schluss machen? Soll ich noch die 3, ja, 4 wenn du noch Dopamin? Zeit hast, genau, dann ich hab bitte noch, ich hab, ergänze ich hab noch noch. Zeit. Genau. Also ganz, ganz, ganz wichtig, Leute, weil es jetzt dunkel wird. Also Licht, Kälte und Licht sind die Top-Dopamin-Trigger. Wir haben ungefähr 12 Millionen Nervenzellen und davon sind 10 unserer Vision, also unserer Sicht, unseren Augen, unserer Fähigkeit zu sehen, zuzuordnen. Das heißt also, Licht ist der größte Dopamintrigger mit Kälte. Kälte, Licht und Bewegung sind die Top-Dopamintrigger. Aber um es auf den Punkt zu bringen, je mehr du, lieber Zuhörer, Zuhörerin, mit dem natürlichen Rhythmus lebst oder leben kannst, je weniger du künstliches Licht in die Augen kriegst, nachdem die Sonne draußen untergegangen ist und es dunkel geworden ist, umso gesünder lebst du. Das heißt also, vielleicht einfach mal abends Nachtlicht anmachen anstatt helles Licht. Bei mir Rotlicht, ne? Es gibt ganz tolle Rotlicht, Firmen, genau. Lichtblock und Co., wo man sich dann Rotlicht, Genau. habe ich auch zu Hause Genau. jetzt. Also Genau. mega Sache, ja. Und wer gerne mehr Motivation haben möchte, der soll doch einfach mal 2-3 Mal die Woche morgens kalt sich abduschen oder erstmal nur die Beine, das würde schon reichen. Muss jetzt nicht direkt hier Eisbaden oder so Oder das andere Sachen Gesicht machen. einfach, das ist ja auch super fürs Nervensystem, ne? Einfach wirklich Gesicht, kaltes Gesicht, Gesicht. Gesicht, die Unterarme hier, Ja. Genau, also Pulsart, wo der am Handrücken die Puls, die Schlagadern läuft und so weiter. Genau. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und last but not least, enjoy the pain. Es gibt either you suffer the pain of discipline or you suffer the pain of regret. Das heißt so viel wie entweder du butterst rein und du leidest, weil du diszipliniert bist und kriegst dafür aber Dopamin, wie du jetzt hoffentlich verstanden und gelernt hast, oder du
leidest, weil du bereust, es nie getan zu haben, in welchem Kontext auch immer. Ja, da sind wir auch wieder in Gesundheit und Krankheit unterwegs. Genau. Absolut. Boris, es war mir ein Fest. Vielen, vielen Dank. Und Danke eine dir. wundervolle Zeit dir. Danke dir auch. Einen schönen Abend. Danke.